Verschiedene Tiere werden gemäß der faszinierenden Kultur des Hinduismus als heilig angesehen, darunter der Elefant, der Affe, die Kuh, die Kobra, der Tiger und die Ratte. Ja, die Art, die wir alle versuchen, aus unseren Häusern fernzuhalten, weil sie unser Essen stehlen. Wir glauben, dass sie uns mit etwas anstecken können und viele betrachten sie als ein Synonym für mangelnde Hygiene. In einer kleinen Stadt in Indien wird sie als heilig angesehen. Das, Freunde, geschieht in Bikaner in der Provinz Rajasthan, vielleicht etwa 2 Stunden Flug von Delhi entfernt. Als ich zum ersten Mal von diesem Ort erfuhr, konnte mein Verstand es nicht fassen. Es gibt sogar einen religiösen Tempel, in dem die Menschen sehr nah mit den Ratten leben und in ihrer Gesellschaft beten, weil sie glauben, dass die Bewohner dieser Stadt, wenn sie sterben, als Ratten wiedergeboren werden. Also hey, die Ratte, die du siehst, könnte es sein. Mein verstorbener Urgroßvater. Besser, ich behandle sie mit Respekt. Ich musste viel mehr darüber lernen. Ich musste überprüfen, ob das wirklich so ist, es mit eigenen Augen sehen und durch meine Kamera auf die beste Weise mit euch allen teilen. Lass das Abenteuer beginnen. Ist unser Führer hier? Wie geht es dir? Hallo, wie geht es euch? Hey, müssen wir den Ratten Essen bringen oder kaufen wir das Essen für die Ratten, wenn wir dort gewinnen? Hey, und wenn ich will, dass sie auf meinen Körper klettern, ist das möglich? Ja, das ist möglich. Ja. Und beißen Sie mich nicht? Nicht, wenn du eine Herausforderung haben musst, wenn du bereit bist. Kein Problem, denn viele Menschen haben keine klare Herausforderung. Und die Ratten zu berühren, wenn du glücklich bist, bist du bereit. Es könnte sein, dass ich glaube, dass die Angst, die wir vor ihnen haben, darin besteht, dass sie uns beißen, oder? Aber ich habe das Gefühl, dass sie, wenn sie daran gewöhnt sind, mit Menschen zu leben, dich nicht beißen sollten. Übrigens eine weitere sehr bemerkenswerte Beobachtung, die wir hier in dieser Gemeinschaft gemacht haben. Wow! Gibt es wirklich überall die Anzahl von Kühen, die Anzahl von Ochsen, überall? Überall gibt es auch Kamele. Schau, da ist ein Kamel. Große Kamele, das habe ich nicht erwartet, in Bikaner, Indien. Anscheinend ist es eine Gesellschaft, in der man mit Kühen, Ochsen, Kamelen lebt. Und heute werden wir herausfinden, ob man wirklich mit Ratten zusammenlebt. Es ist auch interessant, dass trotz der vielen Kühe hier kein Rindfleisch gegessen wird. Das hat eine sehr lange Erklärung. Es ist im Grunde genommen, weil die Kuh wie eine Mutter ist. Weißt du, wenn du deinem Baby keine Milch geben kannst, ist die Milch von der Kuh ein Tier, das man schützt. Es ist ein Tier, das gibt. Man könnte sogar sagen, es ist ein heiliges Tier. Niemand isst wirklich Kühe. Nirgendwo wirst du Rindfleisch oder Schweinefleisch finden, weil es sowohl Hindus als auch Muslime gibt. Hast du sie also nie gegessen? Nein, nein. Ich bin Muslim. Ich lebe in Indien. Ich kann Rindfleisch essen, aber ich esse weiterhin Rindfleisch. Es ist genauso, wie wenn ich das Fleisch ihrer Mutter essen würde, weil meine Freunde, die Hindu sind, die Kuh als ihre Mutter betrachten und deshalb ziehen wir es vor, kein Rindfleisch zu essen. Und macht es dich nicht neugierig, Rindfleisch zu probieren? Ja, aber hier machen wir das nicht. Wir sind glücklich mit Zicklein, die sind köstlich, die leckersten der Welt. Das Zicklein ist lecker. Hey, essen Sie denn Ochsenfleisch? Sie essen, aber es ist nicht super teuer. Es ist sehr günstig. Es ist das Fleisch der Armen in Indien. Echt? Das Fleisch der Armen ist Büffelfleisch? Büffel, weil es 10 für 1 Kilo kostet. Wie interessant. Ich würde denken, dass Büffelfleisch etwas Teures, Exotisches ist. Nein, 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 ganz anders. Hier ist es fatal. Wenn du Büffelfleisch isst, dann geben die Leute dir nicht viel Respekt. Im Ernst, das senkt dein Niveau, das senkt deine Klasse. Isst jemand das? In diesem Haus isst jeder in jenem Haus den Büffel oder je nach unseren Verhältnissen. Wow, das ist interessant. Also, woraus werden die Hamburger hier gemacht? Aus Zicklein, woraus werden sie gemacht? Zicklein und Zicklein. Wir müssen auf ein Abenteuer zu Fast-Food-Lokalen gehen. Es interessiert mich nicht, aus welchem Tier die Hamburger und so weiter gemacht werden. Es ist kein Mythos, es ist eine Realität. Hier gibt es wirklich kein Rindfleisch. Das ist...
nach 35 Minuten oder mehr oder weniger ein kurzer Weg. Der kurze Weg ist kurz. Die Wahrheit ist nicht so viel. Wir sind in Deshnok angekommen, dem Dorf, in dem sich jetzt der Rattentempel befindet. Kani Mata hier hinter uns. Erste Beobachtung, es sind viel mehr Menschen hier, als ich dachte. Ich dachte, da es der Rattentempel ist, käme niemand. Die Pilger kommen aus allen Teilen Indiens, um den Segen dieser Dame Kani Mata, dieser Göttin, zu erlangen. Der erste Schritt, um in den Kani Mata, den Rattentempel, einzutreten, ist, dass wir unsere Schuhe ausziehen müssen. Ich dachte wirklich, dass du sie ausziehen und komplett barfuß eintreten musst. Ich habe nach diesem Adrenalinkick gesehnt, um ehrlich zu sein. Aber es stellt sich heraus, dass es nicht so ist. Es stellt sich heraus, dass man sie auszieht. Man kann die Socken anlassen. Ich bringe heute Pikachu-Socken mit. Schaut euch dieses Schmuckstück an. Ich habe gesagt, wenn ich schon zum Rattentempel komme, dann trage ich Rattensocken, damit sie sich mit mir identifizieren können. Und du kannst diese anziehen. Schaut mal, du ziehst diese wie Stoffschuhe an. Dann ist es nicht so schlimm. Ich sehnte mich wirklich danach, barfuß zwischen den Ratten zu laufen. Nein, sie werden mir nicht widersprechen. Aber nichts. Du trägst deine Stoffschuhe, die gut wie Yeezys sein könnten. Oder Yeezys Saison 2019. Sie werden für $2000 verkauft. Jeder zahlt das. Ohne Probleme. Hier kann ich Futter für die Ratten kaufen. Was mögen sie am liebsten? Sie essen alle Dinge, die sie sehr mögen. Was auch immer. Zuckerbälle. Sehr gut, was kaufen wir, Coach? Wie die 1009. Oder von allem. Aber die 1009. Wir möchten bitte diese leckere Auswahl. Ja, ja, ja. 100 Rupien sind sehr günstig. Ja, 100 Rupien sind etwa $50. Es ist nicht günstig, Ratten zu füttern. Gehen wir hier rein. Sehen wir, dass es hier gläubige Menschen gibt. Der Rattentempel ist sehr beliebt. Ziemlich beliebt. Jetzt sind wir wirklich dabei einzutreten. Natürlich ist der Eintritt völlig kostenlos. Es ist ein religiöser Tempel. 100 Rupien. 1 für $50. Es lohnt sich. Und jetzt sprechen wir darüber, warum dieser Ort so wichtig ist und warum so viele Menschen ihn besuchen. Erste Beobachtung. Ich kann sehen, dass es nicht nur der Rattentempel ist, sondern auch der Tempel der Taube. Heiliger Himmel, wie viele Tauben es hier gibt. Das Reich expandiert immer mehr. Begrüßt den König, der die Uniform trägt. Und gerade beim Betreten können wir schon viele, viele Ratten sehen. Wenn es kein Mythos war, ist es real. Es gibt unzählige, unzählige Ratten. Allein hier kann ich eine, zwei, drei sehen. Viele, wirklich viele. Was beeindruckend ist, ist, dass sie niemals hinausgehen. Sie durchqueren diese Tür nicht. Sie bleiben hier. Bis hierher kommen sie. Sie gehen nicht über ihren Tempel hinaus. Sie verlassen ihn nicht. Da ist er. Er ging dort entlang, in Richtung dieser Tür. Mehr Ratten hier. Ratten überall, überall. Es wird geschätzt, dass sich im Tempel 3040, 1050, 1000 Ratten befinden. Zehntausende dieser kleinen Tiere sind Yuuzhan. Und die Geschichte ist sehr, sehr interessant. Die Überzeugung, warum es so viele Ratten in diesem Tempel gibt, ist wirklich beeindruckend. Khan, unser Führer, sagt mir, dass ich hier sogar Milch trinken könnte. Mir würde nichts passieren. Er hat gesehen, dass Leute das tun. Ich weiß nicht, ob ich so mutig bin, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich werde es nicht tun. Ich werde das Angebot ablehnen. Ich lasse euch die Milch, meine Freundinnen. Keine Sorge, ich werde euch eure Milch nicht stehlen. Luisilo Dicke wird eure Milch nicht stehlen. Nehmt, trinkt ihr, Freundinnen, Yuuzhan. Dann so viele Ratten an diesem Ort? Wie lange sind sie schon hier? Wie sind sie hierher gekommen? Viele Fragen habe ich wirklich und sicherlich haben auch alle von Ihnen und alle, die von der Existenz dieses Ortes wissen, Fragen. Es ist beeindruckend, wie an die Menschen gewöhnt sie sind. Sie empfinden überhaupt keine Angst. Nun gut, die Geschichte, die 100% nachweisbare echte Version ist nicht bekannt, aber der Glaube ist bekannt und wird sehr, sehr respektiert. Es stellte sich heraus, dass es vor etwa 500 Jahren eine sehr dem Hinduismus ergebene Frau namens Fleisch gab. Diese Frau betete jeden Tag und widmete sich vollkommen. Die Leute im Dorf bewunderten sie für ihre große Hingabe. Es gab sogar den Glauben, dass sie mit den Göttern kommunizieren konnte. Eines Tages wird das Dorf dieser Frau, das Dorf Fleisch, von einer Pest angegriffen, die aus dem Nichts kam, über Nacht und alle Menschen mit einer Krankheit infiziert wurden.
Hunderte, Tausende von Menschen verloren ihr Leben, hatte Fleisch, als sie mit den Göttern in Kontakt trat, mit ihnen gesprochen und gesagt, warum habt ihr mein ganzes Volk mitgenommen? Warum habt ihr mein ganzes Volk getötet, das meine Familie ist? Wenn ihr Götter Mitleid mit der Menschheit habt, bitte gebt ihnen das Leben zurück, bitte vergebt ihre Sünden, lasst sie noch viele Jahre auf diesem Planeten leben. Und die Götter sagten, nein, meine Schwester, liebe Fleisch, denn ihr Schicksal war es zu sterben, ihr Schicksal war es, das Leben zu verlieren. Aber da du sehr fromm bist und wir wissen, dass du sehr treu bist und uns über viele Jahre hinweg deine Hingabe gezeigt hast, werden wir dir einen kleinen Gefallen tun. Begleitet von einer Mission. Wir werden deinem Volk das Leben zurückgeben, aber nicht in Form von Menschen. Das wird nicht passieren. Wir werden ihnen das Leben in Form von Ratten zurückgeben und es wird deine Aufgabe sein, sie in diesem Tempel, den wir dir anvertrauen, zu empfangen, sie zu füttern, sicherzustellen, dass sie gut leben, gesund, glücklich und sicher sind. Das wird deine Lebensaufgabe von nun an sein. Du wirst dich um die Ratten kümmern, du wirst empfangen und jeden Gläubigen, der in deinen Tempel kommt, um zu beten, willkommen heißen. Deshalb glaubt man, dass es hier Zehntausende von Ratten gibt und dass sie seit 500 Jahren keinen Grund haben, herauszukommen. Wirklich, du stehst an der Haupttür, die Ratten kommen nicht hier raus, denn sie würden hier rauskommen. Sie haben Essen, sie haben Trinken. Das ist die Geschichte, das ist der Glaube, warum es so viele Ratten hier im Tempel von Fleisch und Mutter gibt. Was denkt ihr? Würdet ihr zu diesem Tempel kommen? Würdet ihr euch wohlfühlen, an einem solchen Ort zu beten, umgeben von so vielen, vielen Ratten und auch von so vielen Tauben? Viele Tauben haben es geschafft zu fliegen. Aber der gesamte Tempel ist mit Stangen am Dach geschützt, um die Ratten vor Raubtieren zu schützen, die vielleicht von einem kleinen Falken oder einer hungrigen Elster kommen und die Ratten mitnehmen könnten. Nur Tauben dürfen hinein. Aber es scheint, dass Ratten, Tauben und Menschen in einem Tempel des Hinduismus in großer Harmonie zusammenleben. Jetzt wird uns unser Freund zeigen, wie er aus dem gleichen Wasser trinkt, aus dem die Ratten trinken. Denn er lebt hier. Er ist Teil der Familie von Fleisch und Mutter. Also kann er genauso trinken wie sie. Das ist Rattenwasser. Kein Problem ist es. Wenn ich krank bin, dann trinke ich dieses Wasser. Die Gesundheit ist gut. Niemals Probleme, niemals Krankheit. Denn das sind meine Familie. Das sind meine Familie. Sehr gut, sehr gut. Und hier gibt es wirklich sehr viele. Wow, schaut euch das an. Es sind so viele. Es sind hier zu viele. Schau dir das an. Genau an dem Punkt, wo du denkst, dass keine Ratte sein wird, boom. Sie kommt fröhlich herausgerannt. Hier können wir sehen, dass es Menschen gibt, die arbeiten, Menschen, die Gemüse schneiden und Menschen, die hier mit ihnen zusammen sind. All diese sind Freiwillige, die im Austausch für ihre Dienste in diesem Tempel hier leben und schlafen können. Die Menschen, die hier arbeiten, tun dies aus ihrer guten Tat, diesem guten Karma, um den Ratten zu helfen. Denn laut ihnen und ihrer Familie bewahren sie diesen Segen, dass die Dame kein Fleisch tötet und nichts passiert. Weder in Form von Krankheiten. Also überlebt dieser Tempel wirklich von den Spenden der Menschen? Ja, viele, viele Spenden. Menschen aus allen Teilen der Welt kommen hierher. Sehr viele Pilger aus allen Teilen Indiens kommen hierher. Und dazu kommen auch alle Minister, Präsidenten des Landes, die mehrmals hier waren, einschließlich des Premierministers des Landes. Ja, es ist sehr interessant, dass die Menschen an all diesen Orten leben. Es ist ein Raum von Menschen. Diese Personen leben vielleicht hier. Schaut euch das an. Wir haben den Rucksack und die Nüsse ein paar Sekunden unbeaufsichtigt gelassen und schon hat sich eine Ratte da reingeschlichen und gesagt, das gehört mir. Jetzt hat sie sogar meinen Rucksack beschmutzt. Eine Taube. Achten Sie hier im Tempel der Füße auf Ihre persönlichen Gegenstände.
Das, meine kleine Freundin, war meins. Es wird geteilt. Hier kann man eintreten, um zu erkunden und uns zu treffen. Oh, was für eine Überraschung. Mit immer mehr Ratten. Es ist wirklich beeindruckend. Schaut, die sind unten. Die Ratten sind oben. In jedem kleinen Loch, das sie finden können, ist eine Ratte. Ein Glaube besagt, dass wenn man eine weiße Ratte sieht, eine Albino-Ratte unter all den Grauen, man die Fleisch- und Tötungswiedergeburt gesehen hat, die Göttin, der dieser gesamte Tempel anvertraut wurde, kam zu Besuch. Es ist also ein Symbol des Glücks, sehr viel Glück, eine weiße Ratte zu sehen. Mal sehen, ob wir einer begegnen, die uns mit guten Vibes erfüllt und uns das Beste wünscht. Gerade haben sich hier mehrere Personen versammelt, weil sich das Gerücht verbreitet hat, dass eine weiße Ratte aufgetaucht ist. Es ist wirklich schwierig, eine zu sehen, denn die Leute, die hier freiwillig arbeiten, sagen, dass es etwa 8 weiße Ratten gibt, zwischen, ich weiß nicht, 3040, 1050, 1000 grauen Ratten. Ja, es ist schwierig, ja, es ist eine komplizierte Sicht. Also gehen Menschen, die von dem Gerücht gehört haben, hierher, um zu sehen, ob sie sie finden, damit Karne und Mata ihnen Glück bringen. Sie sagt uns, dass die weiße Ratte hier ist. Und jeder möchte sie sehen. Alle stehen Schlange. Jeder will sein Glück. Von Karne und Mata würde sie als diese Albino-Ratte wiedergeboren werden. Danke, dass Sie das Video angesehen haben. Schaut, da ist die weiße Ratte. Wir haben sie. Es ist sie, da ist Karni Mata. Fleisch und Mata reinkarniert genau dort. Was sie gerade mit uns gemacht haben, ist, dass sie uns dies auf die Stirn gemalt haben. Denn das symbolisiert etwas, das deinen Geist klären wird, Karte, und dich dazu bringen wird, klarer über das nachzudenken, was wirklich wichtig ist. Das sieht man in allen hinduistischen Tempeln. Natürlich ist dieser Ort keine Ausnahme. Ich bin beeindruckt von der Anzahl der Menschen, die sich wirklich anstellen. Es ist eine lange Schlange, die bis nach draußen reicht, während die Menschen lange warten, um die Gestalt von Karni Mata, der jetzt als Göttin bezeichneten Figur, zu sehen und ihr ihre Hingabe zu zeigen. In gewisser Weise repräsentiert Fleisch und Tod eine Mutter für die Gesellschaft, die sowohl die Ratten als auch jeden Menschen, jedes Wesen, das kommen möchte, um zu besuchen, aufnimmt. Es ist etwas, das mir kurioserweise Frieden bringt, hier umgeben von Ratten zu sein. Ein Geruch, den ich sagen muss, ist nicht ganz angenehm. Es riecht stark nach Rattenurin, aber es vermittelt ein seltsames Gefühl von Frieden. Von allem ist in Ordnung, von Sicherheit. Es ist wirklich interessant. Die Menschen hier erzählen mir, dass der Glaube besteht, dass sie, wenn sie sterben, als Teil der Familie aus Fleisch und Blut zu Ratten werden. Und wenn eine Ratte stirbt, bedeutet das, dass sie sich in einen Menschen verwandeln wird. Es ist ein Zyklus, in dem man von Mensch, Ratte, Ratte, Mensch und so weiter wechselt. Wie interessant, nicht wahr? Eine eigenartige Denkweise. Und alle Menschen, die hier dienen und in diesem Tempel wohnen, betrachten sich als Teil der Familie aus Fleisch und Mats. Deshalb wird, wenn eine Ratte stirbt, wenn eine Ratte ihr Leben verliert, eine oder andere, die bereits tot oder im Sterben liegt, zum hinteren Teil des Tempels gebracht, wo eine Art Zeremonie für sie abgehalten wird. Dies soll ihnen helfen, ihren Übergang von Ratten zu Menschen zu vollziehen. Es wird mich niemals aufhören zu überraschen, wie immense Vielfalt an Glaubensrichtungen es auf unserem Planeten gibt. Die Gedanken und Geschichten, die den Menschen Hoffnung und ein Gefühl des Wohlbefindens geben, machen mir nur klar, dass wir alle jemanden oder etwas brauchen, dem wir vertrauen können. Wir alle wollen auf die eine oder andere Weise wissen, warum wir hier sind, dass es uns gut gehen wird, nachdem wir diesen Weg namens Leben beendet haben. Und wir denken gerne, dass wir eine Mission haben. Eine Mission, die du vielleicht im Körper von jemand anderem, in einer Wahrnehmung des Jenseits oder sogar als Ratte fortsetzen wirst. Eine Freundin hat mir vor nicht allzu langer Zeit gesagt, dass es egal ist, an was du glaubst oder nicht glaubst. Das Wichtigste ist, dass du lernst, Respekt zu haben. Wir haben alle das Recht, Klarheit zu suchen angesichts der vielen Fragen, die uns täglich quälen.
Und anscheinend gibt es Menschen, die entscheiden, nach dem Licht zu suchen, das sie in den Augen von Wesen führt, die in anderen Realitäten in der dunkelsten Kanalisation leben würden.